alles wird dir so und so erzählt und dann merkst du durch deine eigene Erfahrung und durch Hingucken, das stimmt ja gar nicht. Ob es das ist, dass wir denken, das System meint es gut mit uns, dass sie gesunde Menschen wollen, das stimmt alles nicht. Siehst du, habe ich mal aus dir rausgetriggert, hier den Verschwörungsmystiker in dir. Über was du die ganze Zeit denkst, über was du die ganze Zeit sprichst, manifestiert sich auch in deinem Leben und hat eine gewisse Auswirkung auch auf deine Energie. So. Ich meine, ich weiß, dass das System total beschissen ist. Da brauche ich jetzt auch nicht um den grünen Brei reden. Oder um den heißen Brei. Weil ich sage immer, Gott gibt dir die Challenges, die du ertragen kannst, um stärker zu werden. Und wenn du halt auf einem krassen Level schon bist, dann werden die Tests in deinem Leben auch krasser werden. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Ja, was geht, Alter, Justina, ist gut? Ja, ist voll cool so, wir hätten auch schon öfter machen können so. Ja, ja, das, ich wusste es ja, dass wir das so machen können. Haben wir ja, ja schon. Ja, super, ich wusste es nicht. Ja, ist halt wieder dieses Technikthema, ne? Wie man kann ja auch zusammen auf YouTube live gehen, das geht ja auch. Ja, dieses Discord, was wir jetzt hier gerade machen, den Call, ne, den könnte ich jetzt überall streamen. Ich könnte den auf YouTube streamen, auf Twitch streamen, auf Facebook streamen, auf Twitter streamen. Weißt du? Das entscheidet ja OBS da quasi. Bei OBS kann ich ja einstellen, wo ich jetzt streamen möchte. Ja. Ja. Aber das Format und so, das ist ja jetzt Discord. Die Farben und so, das sieht ja jetzt ganz anders aus hier. Ja, yeah. Aber das ist so das Common, das ist eigentlich so das Ding. Das machen die Amis auch. Discord Talks immer. Ja? Ja, ja, ja. Ja. Muss ich das auch machen? Ach so. Ja, ja. Das ist der Vibe, Justin, das ist der Vibe. Ach. Ey, das ist überfordert. Ja, ich versuche dich ja schon seit, du bist halt nicht so in dieser aktuellen Entwicklung bist du nicht so am Start, ne? Du bist nicht so in diesem Technik und jetzt Discord und Twitch und Streaming und so, da beschäftigst dich gar nicht mit, ne? Bin halt älter, nee. Bin halt eine andere Generation. Oha, übertreib doch nicht. Doch, bei uns gab's sowas früher nicht. Wann bist du geboren? Ja, bei mir auch nicht. 85 bin ich geboren. Mm. Ich habe auch Zuschauer, die sind 10 Jahre älter als ich. Ja, ich auch. Weißt du? Ich auch. Ja? Ja, ja. Okay. Chat, schreibt mal Alter rein, ganz kurz. Ja, das würde mich auch mal interessieren. Wie alt sind die Leute hier? So. Ich meine, du kannst den Chat schon aufmachen, wenn du willst, ne? Ach so, 20, cool. 24, 25, 39, 109. Du lügst. 49, 48. Crazy. 47, 69. Paar Lügen, glaube ich. Aber ja, ich glaube auch 65 und so. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein paar 50, 60-jährige Leute habe. Ich habe auch ein Mädel zum Beispiel, die ist 60 Jahre, die ist so alt wie meine Mom. Ach ja? Ja. Dadurch, dass ich ja mittlerweile nicht nur, also früher habe ich ja nur Entertainment und diese ganzen Sachen gemacht, mittlerweile mache ich ja auch Bewusstseinsthemen, Themen, so Verschwörungstheorien etc. pp. Sind halt auch Sachen, die die Leute universell interessieren, weißt du? Nicht nur junge Leute, so. Stimmt. Ich bin ja auch ein bisschen erwachsener geworden, wie ich schon. Bisschen. Ja, ich sehe schon. Jetzt sehe ich das, glaube ich. Das ist ja mega cool. Na, geil. Korrekt. Ja. Was geht? Was für Thema willst du besprechen? Lass mal ein Thema anfangen, würde ich sagen. Schmeiß mal ein Thema rein. Oh, irgendein Thema. Ich habe gerade schon 2 Stunden geredet, ne? Live. Ich habe über alles geredet. Es war eher so Bewusstseinsthemen. Liebe und so habe ich auch wieder gesehen, ne? Liebe, Bewusstsein, weil Menschen mich immer fragen, was man macht, wenn man seinen Ex da zurückhaben will und so. Weißt du, so eine Frage kriege ich immer. Ex zurückhaben? Ja, genau, das war so ein bisschen ein Thema, da bin ich ein bisschen drauf eingegangen, weil es immer dasselbe ist. Es ist immer, immer dasselbe, weißt du, bei allen Leuten eigentlich. Und das fand ich immer ganz cool, ja, ansonsten, ja, keine Ahnung, was beschäftigt denn die Leute hier? Haben die irgendein Problem, irgendein Struggle gerade und brauchen einen Rat oder so? Yeah. Komm, Freunde, schreibt mal irgendwas rein hier. Neville Goddard, okay, ja, Manifestation, Leute, ist auf jeden Fall mein Thema. Mondlandung. Also ich bin halt, nee, so eine Sachen, da kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil da bin ich nicht so drin, weißt du, in diesen Sachen. Glaubst du, dass wir mal als Menschen auf dem Mond waren? Das sind so Sachen, das weiß ich nicht, finde ich immer so, das sind nicht so meine Themen, weißt du, mich. Aber sag mal, ja oder nein? Nur ja oder nein? Nur Glaube ist ja nur ein Glaube. Wir wissen es ja alle nicht, weißt du, wie ich meine? Es ist ja nur eine Philosophie. Ja, aber das sind so unnütze Themen. Also ich denke immer, was soll ich mir darüber Gedanken machen? Also früher glaube ich ja, dachte ich das. Und jetzt glaube ich das nicht mehr.
weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass alles, was ich mal glaubte, eigentlich einfach nicht so ist. Mhm. Ja, das heißt, viele Sachen, die man einfach, wo man von ausgegangen ist, ist ja völlig normal und so mein Leben lang, denke ich jetzt gerade so, oh shit, ich glaube, das ist genau gar nicht so. Mhm. Was war das? Gab es da ein ausschlaggebendes Erlebnis oder wann kam das bei dir, dass du irgendwann dann gesagt hast, so, ey Bro, ich glaube, ich hinterfrage jetzt eigentlich alles und bin mir nicht mehr sicher? Also, dass ich alles mal hinterfrage, das war damals, wo ich bei VW gearbeitet habe, hat mir ein Kollege erzählt von den ganzen Musikern, Musikindustrie. Und dann kam ich so ein bisschen in diese Thematik rein, habe ich natürlich viel gegoogelt. Dann gab es dieses Buch, ich glaube, dieses Buch gibt es immer noch. Und zwar diese zensierte Version davon ist Hände weg von diesem Buch. Mm. Und dann gibt es aber noch die zensierte Version online, die Geheimgesellschaften des 20. Jahrhunderts. Da habe ich reingelesen. Wow. Und das war dieses Buch nochmal? Sag mal, von wem war das Buch nochmal? Ich weiß es nicht. Ich kenne das Buch, aber ich weiß nicht genau. Jan van Helsing war das. Jan van Helsing. Und da habe ich reingeguckt, das ist super viele Jahre schon her. Und dann hat es so angefangen, weißt du? Weil klar, da habe ich dann alles Mögliche gelesen. Das habe ich dann nicht überlegt, das macht voll viel Sinn und so. Und nach hast du halt Sachen einfach mit diesem Bewusstsein immer betrachtet und hinterfragt. Und dann habe ich einfach gecheckt, oh shit, das stimmt ja alles nicht, ne? Von wo wir schon mal drüber geredet haben. Von der Kellogg's-Werbung zum Weihnachtsmann und diese ganzen offensichtlichen Geschichten, wo wir fest von überzeugt waren an einem Punkt unseres Lebens. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder hier, Milch ist gut für Kalzium oder was für ja, Nägel. Und dann kommen Leute und sagen, das ist Übersäuerung und davon kriegst du brüchige Nägel und Haarausfall. Ich zum Beispiel, ich kriege zum Beispiel Haarausfall, wenn ich jeden Scheiß esse und wenn ich faste und wenn ich clean bin, kriege ich keinen Haarausfall. Komisch, ne? Obwohl man doch voll viel Mineralien fehlt. Eigentlich müssten mir die Zähne und die Haare ausfallen, wenn ich faste. Warum ist das denn nicht so? Das meine ich mit diesen, alles wird dir so und so erzählt und dann merkst du durch deine eigene Erfahrung und durch Hingucken, das stimmt ja gar nicht. So. Weißt du? Geil, aber ich finde es geil, wenn du darüber redest, sage ich dir ehrlich. Also, ich finde nicht, dass das unnötige Themen sind. So, das ist ja schon, weil du musst immer so überlegen, es gibt da viele Menschen, die noch nicht da sind, wo du vielleicht bist, weißt du? Und wenn die von deiner Perspektive hören, so wie du auf die Spur gekommen bist oder was du gemerkt hast, wo wir vielleicht angelogen werden und so, dann hilfst du vielleicht jemand anderen auch anzufangen, Dinge zu hinterfragen, so mäßig, weißt du? Feier ich. Ja, das eigentlich macht auch Sinn, stimmt schon, hast du recht. Das sind halt so Themen, damit habe ich mich halt früher auch ganz viel beschäftigt, bis ich das irgendwann nicht mehr brauchte, weil ich jetzt sehe, das ist eigentlich, also für mich ist das sowieso alles so Quatsch. Also diese ganzen Sachen, um da so ernst reinzugehen und ich denke mir, dass sowieso alles nicht so, wie es ist. Die ganze Welt ist nicht so aufgebaut, wie wir dachten, dass es aufgebaut ist. Ob es das ist, dass wir denken, das System meint es gut mit uns, dass sie gesunde Menschen wollen, das stimmt alles nicht. Keiner will gesunde Menschen, weil mit denen kann man kein Geld machen. Keiner will wissen, dass man mit Fasten sich heilen kann, weil was passiert dann mit der Pharmaindustrie und Foodindustrie? Was passiert denn dann, wenn jeder fasten kann und dann auf einmal gesund ist? Und die krassesten Sachen heilen kann. Das sind so Sachen, seitdem ich das halt alles erlebt habe, auch durchs Fasten, natürlich, für mich ist das so klar wie Kloßbrühe. Weißt du, so klar, dass alles eigentlich Quatsch ist. So auch die Systemdenken, Sicherheitsdenken, was es überhaupt nicht gibt. Es gibt überhaupt keine Sicherheit. Es ist alles eine Illusion. Angst ist eine Illusion, Sicherheit ist eine Illusion. Weißt du, und wenn man da so disconnected ist von sich durch diesen ganzen Scheißkonsum und diese ganze Ablenkung den ganzen Tag durch Medien und hier Fernsehen und Essen und Überkonsum und nur getriggert wird den ganzen Tag, kommt man da natürlich nicht dahinter. Weißt du, was ich meine? So. Ja. Justine, gerade hier mega Real Talk rausgehauen, meine lieben Freunde, Alter. Haut mal Hype in den Chat rein hier jetzt gerade. Siehst du? Habe ich mal aus dir rausgetriggert hier, den Verschwörungsmystiker in dir. Ja, der ist auf jeden Fall da. Das Ding ist halt, diese Themen, die beschäftigen mich schon sehr lange. Und irgendwann habe ich aufgehört, das hatten wir gestern kurz besprochen, weißt du noch, irgendwann habe ich aufgehört, damit mit anderen Leuten darüber zu reden, weil ich gemerkt habe, dass diese Menschen, die damit so drin sind, sehr negativ betucht sind. Dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist nicht mehr meine Energy. Ich bin jetzt, ich will nicht sagen Level up, aber ich bin jetzt schon auf einer anderen Ebene. Du bist ein bisschen weitergekommen. Das ist klar. Das habe ich dir ja auch gestern gesagt, das habe ich auch früher schon gesehen. Deswegen habe ich mich damals sogar bewusst verschlossen vor diesen Themen. Ich wollte da noch gar nicht hin, weil ich wusste und gemerkt habe, wie die Leute, die zu tief drin sind, hinter jeder Ecke was Böses vermuten und gar keine richtige Lebensfreude mehr richtig an den Tag legen können, so, weißt du?
Und ich glaube schon, dass, und das habe ich auch gesehen bei irgendeinem Talk, ich weiß nicht genau, wie der heißt, Schrang, Heiko Schrang heißt der, glaube ich. Der war auch jemand, der sich viel mit diesen Verschwörungssachen auseinandergesetzt hat, gerade nach Corona. Und der nächste Schritt eigentlich, der nächste logische Schritt nach dem Beschäftigen mit diesen Sachen ist eigentlich Spiritualität. Ja, genau. So. Genau. Das und macht dann, auch total viel Sinn, weil ist das Leben scheiße. So. Bewusstsein. Ja, dass man sich mit Liebe und mit Bewusstsein und so auseinandersetzt, weil wenn du dich den ganzen Tag nur damit beschäftigst, was Böses auf der Welt abgeht, dann hat das definitiv einen Einfluss auf dich. Ich merke, wie es mir hilft, wenn ich trotzdem weiter bete und meditiere und diese ganzen Sachen mache, da kann ich so eine gewisse Balance behalten. Aber grundsätzlich, wenn man sich jeden Tag nur mit dem Bösen auf der Welt auseinandersetzt, macht ja auch Sinn. Ich meine, wir reden ja selbst auch darüber. Dieses so, über was du die ganze Zeit denkst, über was du die ganze Zeit sprichst, manifestiert sich auch in deinem Leben und hat eine gewisse Auswirkung auch auf deine Energie, so, weißt du? Und deswegen, ich will auch nicht mehr jeden Tag einfach nur noch über solche Sachen reden, habe ich dir ja gestern auch gesagt, dass ich auch, seitdem ich jetzt wieder ein paar Umfragen gemacht habe, merke, dass dieser witzige Charakter, der einfach nur Spaß am Leben hat, auch sehr wichtig ist und den sollte man auch nicht vergessen und den sollte man auch füttern, so, weißt du? Auf jeden Fall, ich meine, guck mal, das Leben so ernst zu betrachten, macht gar keinen Sinn. Ich finde, wir sollten mit einer Leichtigkeit durchs Leben gehen, aber uns dessen bewusst sein, was abgeht. Aber das passiert halt automatisch erst, wenn wir das akzeptieren und nicht mehr so im Schockstarre sind. Weil klar, am Anfang, wenn man diese Themen reingeht, da ist man erstmal schockiert, man fühlt sich hintergangen, man fühlt sich betrogen, man verliert komplett das ganze Konzept, das zerbricht auf einmal. Ne? Alles, das Ganze, was ist das Leben überhaupt wert oder wie das Leben aufgebaut ist. Und das ist natürlich ein Schock. Und dann aber muss man unbedingt, sage ich ja, wie du es gerade gesagt hast, meine ich, in die Spiritualität kommen. Aber da muss man auch wieder gucken, dass man sich nicht komplett verliert. Ja. Also jedes Thema so ein bisschen durchforschen, verstehen und dann aber nicht diese Ernsthaftigkeit so hassen lassen, sondern wirklich in diese Leichtigkeit kommen und sagen, okay, mit diesem Wissen, was kann ich tun? Genau. Was kann ich jetzt tun, dass ich die beste Version meiner selbst bin? Weil damit helfe ich schon genug anderen Menschen, wenn es mir schon mal gut geht und ich eine gute Energy habe und mit einem normalen Menschen verstehe. Ich sag mal, mit dem Bewusstsein, sage ich immer, wenn du nämlich bewusst bist, dann kannst du eigentlich mit diesen Sachen ganz gut umgehen. Weil da fällst du da nicht rein. Ja, 100%, weil du halt verstehst, dass man das Leben gar nicht zu ernst nehmen darf, weil sonst machst du den Flow kaputt. Weißt du, das habe ich auch gemerkt. Du musst halt immer noch versuchen, in diesem Flow zu bleiben und dich nicht zu krass in irgendwas rein zu versteifen und dann dazu besessen von zu werden, weil dann verlierst du ein bisschen so den Flow vom Leben. Deswegen sagen ja auch, dieses Yin und Yang-Thema ist ja nicht umsonst da, weißt du, diese Balance, dass man nicht übertreibt und dass man immer schön versucht, in seiner Mitte drin zu bleiben und auch versteht, dass alles im Endeffekt im Außen, alles eigentlich so passiert, wie es passieren soll und dass man sich darüber eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen muss, sondern einfach nur in seiner Liebe und in seiner Mitte bleiben muss und das Leben akzeptieren sollte, wie es ist, weißt du, und das gibt dir halt dann so eine Leichtigkeit und diese Leichtigkeit, die ist halt extrem wichtig, so, ne? Total. Also ich meine, stell mal vor, das Leben und du bist immer nur bedrückt jeden Tag. Ich meine, es ist okay, dass man sich mal down fühlt, aber ich rede jetzt nicht von diesem bedrückten Zustand, der dich quasi dein ganzes Leben, deine Persönlichkeit quasi irgendwann formt. Weißt du, und du irgendwann so ein, wie so alte Leute, die so voller, wie sind die so unzufrieden, so voller Groll sind, abgefuckt sind oder so. Ich will so nicht werden. Nee, nur weil ich mir denke, das ist so scheiße. Ich meine, ich weiß, dass das System total beschissen ist. Da brauche ich jetzt auch nicht um den grünen Brei reden, oder wie sagt man? Weißt du, was ich meine? Ich sag einfach grünen Brei, Digga, ich küsse dein Herz. Um den heißen Brei. Justine immer wieder geil. Bei Justine ist immer geil, diese Sprichwörter. Du verwechselst die immer, Digga. Das ist so geil, Alter. Ja. Ich feier das, Bro. Ich muss gerade an die Matschebrei denken, den ich immer bei mir zu Hause gekocht habe, weißt du? Ich habe auch einen Kollegen, der das immer macht. So. Der verwechselt immer die Namen. So. Der macht immer falsche Nachnamen, falsche Vornamen und verwechselt immer die Sachen so miteinander. Das ist voll lustig. Auf jeden Fall, da müssen wir nicht drum rumreden. So, was, um was auch immer. Es ist ganz klar, dass das System beschissen ist, meiner Meinung nach, aber es gibt in allem trotzdem was Gutes und man kann sich selber ein richtig geiles Leben bauen. Richtig geil. Safe. Wenn man das Bewusstsein hat, das Selbstkonzeptprinzip versteht und das Manifestationsprinzip und Energie und so, dann kann man das geilste Leben auf dieser ganzen Welt haben. Man muss nicht dieses Opfer sein, dieses unbewusste Opfer und quasi mit diesem Strom in diese Versklavung reingehen, in die unsichtbare Versklavung. Das muss man nicht machen.
ne, man kann natürlich da reingeraten, aber wenn man jetzt zum Beispiel hier drin ist, jetzt alle Leute, die jetzt im Chat sind oder bei mir im Livestream, die müssen das nicht, weil es gibt da eine Person, die steht vor dir und die sagt dir schon, weißt du, was ich meine? Man muss jetzt nur gucken, dass man Step für Step sich da ein bisschen raustraut. Ne? Ja, voll. Und ich habe das auch gemerkt, ich merke das teilweise bei Leuten, die zu tief drin sind in diesem bösen Themen, nenne ich sie jetzt einfach mal, was alles Böses auf der Welt abgeht, so, mit denen kannst du dich teilweise gar nicht mehr richtig unterhalten, weil egal, was du sagst, die sagen immer wieder, ja, aber da ist was Böses und das ist aber schlecht und das ist dann konstante negative Energy im Endeffekt, so, weißt du? Und wie willst du aus diesem Status überhaupt was Schönes schaffen auf der Welt, wenn du gar nicht mehr das Gute in der Welt siehst? Und ich sag immer, du siehst das, auf was du dich konzentrierst. Ich konzentriere mich oft auch auf liebende, gute Menschen mit gutem Herz so. Und wenn ich die sehe, dann konzentriere ich mich darauf und dann überwiegt das in meiner Weltsicht so. Weißt du? Ich sehe dann nur die guten Leute und die mit einem guten Herzen und die versuchen, was Gutes zu bewegen. Und dann habe ich Drive, dann habe ich Liebe, dann habe ich Positivität. Es ist aber wichtig, sich mal mit diesen Themen auseinanderzusetzen, dass man versteht, was das System mit einem macht eigentlich, weißt du? Und das wird auch am Anfang erstmal ein bisschen härter sein. Wie du es gesagt hast, man bricht quasi aus dieser Matrix, in der man aufgewachsen ist. Du merkst auf einmal, ey, ich wurde an so vielen Stellen belogen. Ich habe so viele Verhaltensmuster an mir und Dinge, die ich tue, die mir eigentlich einprogrammiert wurden. Und das erstmal zu realisieren und da auszubrechen, ist mit Schmerzen verbunden, ist mit vielleicht auch ein bisschen negativen Gedanken und so verbunden. Aber dann muss man halt wieder das Gute sehen, weißt du? Weil du bist jetzt einmal raus aus der Matrix und jetzt kannst du deine eigene Realität schaffen im Endeffekt so, weißt du? Genau. Ja, genau, das ist ja so schön daran, weißt du? Das ist so schön, dass wir dann erkennen, hey, krass, alles ist ja nicht so, wie es war, aber dann verstehen wir auch, dass wir nicht so sind, wie wir dachten, was wir sind. So. Weißt du, das ist ja diese, auf einmal, wie jetzt jemand, der reingeschrieben hat, schon Schöpferkraft erkennen, seine eigene Schöpferkraft zu erkennen. Und dann geht's los in die Freiheit. Dann beginnt das Leben deiner Träume, kann dann beginnen. Heißt nicht, dass man immer jeden Tag nur einen Happy Tag hat, davon reden wir jetzt nicht. Wir reden jetzt, dass du das Leben nach deinen Wünschen aufbauen kannst. Und nicht das Ding ist auch, meiner persönlichen Meinung nach ist auch, der Weg ist das Ziel. So, ich bin auch überzeugt davon, dass es sein kann, dass wir es nicht schaffen, in diesem Leben 100% bewusst zu sein. Und ich sage auch, wenn du den Weg gehst, ist es wie, du trainierst ja. Und umso bewusster du wirst, umso mehr du ausbrichst, umso größer werden auch die Challenges, die zu dir kommen. Weil ich sage immer, Gott gibt dir die Challenges, die du ertragen kannst, um stärker zu werden. Weißt du? Und wenn du halt auf einem krassen Level schon bist, dann werden die Tests in deinem Leben auch krasser werden. So, weißt du? Und ja, so wirst du halt immer, du kannst halt immer besser damit umgehen. Dinge, die mich früher zum Beispiel runtergezogen haben, wo ich nicht mehr weitergemacht habe, die können mich heute gar nicht mehr beeinflussen. Und das kam aber nur, weil ich durch diese dunkle Phase durchgegangen bin und weil ich diese Tests bekommen habe und die dann überwältigt habe. So. Das ist das Leben, weißt du? Das Leben ist nicht alles schön, nur Liebe, positiv, Harmonie und so. Das ist zwar das, auf was man sich konzentrieren sollte, aber es wird immer wieder auch dunkle Phasen geben. Es wird immer wieder, vielleicht werden Sachen in deinem Leben passieren, die sich erstmal negativ anfühlen, wo du dann einfach die Perspektive lernen musst, wie gehe ich mit diesen Sachen um? Und beim nächsten Mal wird es dich nicht mehr so beeinflussen. Weißt du? So. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Das ist das Schöne am Alterwerden. Darüber haben wir schon mal geredet. Dass irgendwie muss es ja auch einen Vorteil haben, älter zu werden. Und das ist... Irgendwie muss es ja auch einen Vorteil haben. Ich finde alt werden geil, persönlich. Man wird älter, das heißt, der Körper macht irgendwann nicht mehr so mit wie jetzt bei manchen Leuten, dies, das, Ananas. Aber das Geile ist halt, du bist gelassener. Das heißt, der Vorteil ist definitiv deine Persönlichkeit und alles wird viel entspannter, du bist so im Frieden, was in jungen Jahren oft noch nicht so ist. Das heißt, es gleicht sich dann so aus, weißt du, da lässt was nach, aber das stärkt sich dann dafür. Yeah. Und, Weisheit, ja, ich finde halt auch, ich finde es geil, diese Weisheit finde ich geil im Alter, weißt du? Wie du gesagt, also diese Lebenserfahrungen, die du mitnimmst, aus denen du lernst, man merkt dann halt auch im Alter, wie, und das ist ja das, was ich zum Beispiel, wo ich mich drauf fokussieren will im Alter immer mehr, anderen, die vielleicht diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, zu helfen, so, weil du hast halt voll viele Lebenserfahrungen, voll viele Dinge, mit denen du schon gestruggelt hast und so, und das kannst du dann im Alter weitergeben, auch an deine Kids und so, ist voll geil, also ich feier alt werden. Ja, ich sag mal, guck mal, ob man das jetzt glaubt oder nicht, ich bin jetzt 38 Jahre alt und ich fühle wirklich immer mehr diesen Frieden mit mir und das ist echt geil. Yeah. Natürlich sage ich,
früher die turbulente Zeit auf Malle, wo wir jeden Tag da feiern waren und verrückte Sachen gemacht haben. Mann, das war die lustigste Zeit meines Lebens. Ich habe mich totgelacht. Es hat auch seinen Vorteil gehabt. Aber jetzt ist halt die Zeit, wo es einfach so ein bisschen ruhiger wird. Alles sich besser anfühlt. Ja, es fühlt sich so mehr so. Ich habe diese Ängste sind so weg, diesen Stress, Angst und so, ist alles nicht mehr so da wie früher. Also das ist echt geil, ist ein geiles Gefühl, Mann. Ich schwör's dir. Ja, dieses Hektik, mega. Das habe ich jetzt in den letzten 2 Jahren schon gemerkt, weißt du? Auch, weil ich habe ja eine wilde Zeit gehabt auch, ne? Mit Fame und hier und dann nach Berlin ziehen und Expos und Konzerte und Festivals und Hype, Alkohol, Drogen. Das löst halt in dir so eine Hektik aus. Weißt du? Und ich habe das schon von Anfang an gespürt, von Tag 1 quasi, wo ich in diese Welt reingekommen bin, habe ich schon gefühlt, wie diese Hektik immer mehr wird. Und ich habe auch gewusst schon, ich habe da schon gewusst, dass der Tag kommen wird, wo ich mich dem stellen muss, so, weißt du? Wo ich das irgendwie loswerden muss. Und ich habe auch gewusst, dass mit den Taten, die ich tue, damals, wo ich dann auch mal Drogen viel genommen habe und Alkohol getrunken habe und so, ich habe schon gewusst, Bro, du machst es jetzt gerade, das betäubt es jetzt für den Moment, aber glaub mir, später wird das alles nochmal hochkommen und du musst damit arbeiten, so. Du musst dich dem irgendwie stellen, so, weißt du? Und ich bin froh, dass ich das auch gemacht habe, weil ich glaube, umso länger du dich deinen inneren Dämonen und den dunklen Seiten und vor dem, was du Angst hast in dir, umso länger du dich dem nicht stellst, umso wilder wird der Moment, wo du anfängst, dich dem zu stellen, weißt du? Wird dann hart. Du warst nie so, wie war das bei dir in deiner Jugend und so? Warst du mal so richtig so wild, so Drogen, Alkohol, dies, das, bla, auf alles geschissen so? Naja, Drogen würde ich jetzt nicht sagen. Nee? Wo ich mal 14 war, bin ich von zu Hause ausgerissen mal. Das war auch ziemlich krass. Also ich war nicht so ein Streber, weißt du, ich war eher so eine rebellische Person. Ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Aber ich war ein anständiges Kind. Also ich war jetzt nicht so ein richtig Katastrophenkind, ja. Aber ich habe beides gehabt. Aber was definitiv irgendwann mal war, so Mallorca-Zeit war halt krass. Guck mal, viel feiern, immer viel Alkohol. Ich habe früher ja auch geraucht und so. Also ich war jetzt nicht so, wie ich jetzt bin. Ja, also gar nicht. Aber du warst doch nicht so extrem, glaube ich, ne? So richtig, so richtig durch, so dass du mal Zeit gehabt hast, wo du richtig reingeschissen hast. So. Nee, ich war halt nicht gut in der Schule. Ne? Ja, aber das ist ja was anderes, so, Digga. Aber Schulsystem ist nochmal ein anderes Thema, so, weißt du? Aber abgestürzt mit Drogen zum Glück nicht. Nee, weil auf Mallorca ist das einigen Leuten passiert. Zum Glück nicht. Ich habe nie Drogen genommen. Ich habe immer nur Alkohol getrunken, was natürlich auch nicht viel, viel besser ist, aber, ne? Genau. Ja, ich hatte das auch, wo ich, also ich habe das leider gehabt so ein bisschen, weißt du, auch wo ich im Malle war. Da gab es Zeiten, wo ich auch gedacht habe, so, das jetzt, also ich habe richtig gespürt in mir, dass es zu viel wird, weißt du. Also bei mir war es wirklich so, weil ich bin halt ein extremer Typ, das liegt auch an meiner Lebenszahl so, ne, ich bin eine 9 und bei mir ist immer alles im Extrem so, weißt du. Und wenn ich mich auf böse Sachen konzentriere oder Dinge tue, wo ich weiß, die mir nicht gut tun, dann tut es mir schlimmer als bei den meisten, weißt du? Und ich hatte halt diese Phase, wo ich bin so froh, dass ich da raus bin, sag ich dir ehrlich, weil ich hatte diese Phase, wo ich echt gemerkt habe, ey, wenn ich da jetzt weitermache, so, das kann richtig böse enden, so. Aber so richtig eklig, weißt du? Ja, zum Glück, ne? Hätte und so, Fahrradkette gibt es ja zum Glück nicht. Also es war irgendwie für dich bestimmt, dass du diese Erfahrung mitnimmst, sag ich mal. Aber im selben Moment wäre es nie so weit gekommen, dass du abgestürzt wärst. Nee, auf keinen Fall, ja. Ja. Safe. Geil, Alter. Ey, Jungs, Mädels, schreibt mal was rein. Was geht hier ab? Erzähl besser nicht, Bro. Warum nicht? Ich meine, ey, das gehört auch zu mir und meinem Leben dazu, so, weißt du? Ich habe davon noch nicht viel geredet, aber ich finde, vielleicht kann man dann auch den einen oder anderen davor bewahren, so. In diese Richtung überhaupt reinzugehen, weil am Ende hat mir das nichts gegeben. Ja, Erfahrung gemacht, geil und so, dies, das, bla, bla, bla. Aber ich habe von Anfang an gespürt, dass es eigentlich nicht gut ist. So. Und ich glaube auch, dass wir Menschen in uns auf jeden Fall so ein Gefühl haben, wo wir schon eigentlich fühlen können, was richtig und was falsch ist. So. Wir merken das, Digga. Und ich habe damals gemerkt, dass es eigentlich nicht richtig ist, habe mich aber trotzdem dem hingegeben, weil es halt auch in unserer Welt so normalisiert ist. Zum Beispiel Alkohol trinken ist normal in unserer Welt. Die Leute fühlen gar nicht mehr, dass man sich damit was Böses tut eigentlich. Dass man seinem Körper nicht gut tut, seinem Spirit nicht gut tut, dass es einem insgesamt einfach nicht gut tut. So. Aber es ist halt in der Welt so normalisiert, dass wir gar nicht mehr spüren, dass es uns nicht gut tut. So.
Ja, voll. Ich meine, wenn man aufwächst mit diesen schlechten Lebensmitteln, auch mal ein super Beispiel, was ich ja auch wirklich immer wieder sage, dann weiß man ja gar nicht, wie man sich fühlt, wenn man so einen kompletten gesunden Haushalt mal, so Haushalt meine ich Körperhaushalt mal erleben kann. Man kennt das Gefühl ja gar nicht. Es ist genauso, Ja. wenn du jede Woche Alkohol trinkst, du vergisst wirklich, wie es sich anfühlt, gar nicht mehr zu trinken. Guck mal, ich trinke jetzt seit über, nee, gar nicht, Juli, ein Jahr, Juli oder so war das, kein Alkohol mehr. Ich muss sagen, ich manchmal denke ich, oh, wäre jetzt schon mal cool, was zu trinken. Dann denke ich mir, nee, ich fühle mich doch mega gut. Ich habe nicht mehr dieses Stimmungs-Anxiety-Angstgefühl so hoch, runter, gibt es nicht mehr. Aber früher hatte ich das manchmal nach dem Alkohol trinken. Irgendwie so komisch wie panische oder Angst in deinem Körper Ja. habe ich nicht mehr. Das meinte ich Einfach vorhin. weg. Das meinte ich auch vorhin mit der Drogenerfahrung so. So war das bei mir auch. Dieses hektische in dir, dieses, und dann kommen Ängste auf einmal und so, ist so extrem. Und dann nimmst du wieder was, dann säufst du wieder, damit es wieder weggeht. Und dann landest du in so einem Zyklus. Weißt Ja. Und du? überleg mal, Krass. manche Leute, die so gewohnt sind, das zu konsumieren, die wissen gar nicht, dass es auch ohne das so easy sich alles anfühlen kann. Selbst wenn du Probleme hast, trotzdem kriegst du nicht Panik. Weißt du, so manche Leute, ich wünschte so, die würden einfach mal aufhören zu trinken und merken, die müssen gar keine Angst mehr haben. So. Voll geil. Ja, Wäre halt schön. das sind halt diese Süchte so, ne? Es gibt da viele Süchte, die so weit verbreitet sind. Und da sage ich halt wirklich, ich finde es schade, dass ein paar von diesen Sachen extrem normalisiert wurden. Alkohol zum Beispiel, was du gesagt hast, aber bei uns Männern zum Beispiel auch Pornokonsum. Das ist so ein normales Ding, aber die meisten Männer haben da echt ein Problem, weißt du? Und die meisten wissen das auch selber schon. Das ist auch wie so ein Zyklus. Man will immer dieses Hochkurz haben von, ich ziehe mir jetzt andere Menschen beim Sex rein und befriedige mich dann und dann fühle ich mich geil. Und dann geht es aber auch wieder runter, so, weißt du, dieses Hoch und Runter, das hält dich in so einer Spirale drin, dass du das dann immer wieder haben willst und immer wieder suchst, so. Aber wie du gesagt hast, wenn man ein Leben führt, was so eine Balance hat und du einmal einfach damit aufhörst und dich von deinen Süchten trennst, merkst du eigentlich, wie das Leben auch geil ist, wenn du nicht mehr diese Up and Downs hast. Vor allen Dingen, wenn du an irgendwas arbeitest, wenn du ein Traum hast, ein Ziel hast und du Step by Step dich langsam, langsam irgendwie ein bisschen hocharbeitest, so konstant, weißt du? Das gibt dir ein viel besseres Gefühl. Wie du gesagt hast, man ist da nicht mehr so, man hat nicht mehr diese Anxiety und so, man ist so, das geht so langsam, Step by Step, fühlt man sich immer ein bisschen besser und es ist dann langfristig viel gesünder auch. Ja, total. Ja, und deswegen muss man das einfach mal ausprobieren, damit man, also so ein Fastending oder keine Ahnung was, mal weglassen, damit man überhaupt das erleben darf. Weil so, die Leute haben ja gar keinen Bock auf sowas, weil die gar nicht, die kennen das Gefühl ja nicht, ne? Deswegen, ich verstehe das auch, wenn die Leute damit nichts anfangen können. Viele sagen ja, nee, für mich wäre das nichts und so, ach, ich esse alles, was ich will und so. Ich habe jetzt alles mal gegessen, was ich will, ne? Die letzten 2 Wochen oder so, ich schwör's dir. Und die habe ich mich gefühlt. Ich bin jetzt so geendet, dass ich wieder gesagt habe, ich muss jetzt fasten, weil ich komme in die Sucht. Ich habe bin Kaffeesucht. Ich musste jeden Tag Kaffee trinken, war völlig Ja. auf 180. Meine Haut wurde trocken, trockene Hautstellen wieder bekommen. So, es kommt nur durch die Ernährung. Wenn jetzt andere Leute sich Krass. jeden Scheiß reinziehen und dann sagen, die haben irgendwas mit der Haut und die wissen nicht, was es ist, ja, Entschuldigung, aber das ist die Ernährung, das ist ganz Ja, klar. ich war, also ich zum Beispiel, ich bin ja da extrem mit meiner Disziplin und ich neige da auch zum Extremismus so. Aber ich zum Beispiel, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, wo ich gegessen habe, auf was ich Bock habe, so einfach so reingeschissen habe, weißt du? Ich kann es gar nicht mehr. Ich bin jetzt schon mindestens 10 Jahre so unterwegs, weißt du? Hier und da habe ich mal einen Tag, wo ich dann ein paar Sachen gegessen habe und das habe ich jetzt komplett aus meinem Leben rausgestrichen, schon seit über einem Jahr jetzt. Ich esse auch keine Süßigkeiten mehr oder so. Also Ja, jetzt nicht mehr, aber davor hast du das ja, Gummibärchen davor gegessen. habe ich immer Süßigkeiten reingescampt oder hier mal Schokolade oder irgendeinen Keks gekauft oder irgendwas Krasses, so Chips oder so, weißt du? Das war voll mein Ding. Ja, doch, stimmt schon. Ich bin jetzt eigentlich, aber ich habe nie so, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel 2 Wochen lang alles reingefressen. Alleine, bei mir ist es, glaube ich, auch alleine aus dem Grund, eigentlich das erste Mal, als ich bewusst angefangen habe, mich mit diesem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, war da, wo ich mich mit vegan auseinandergesetzt habe, weißt du? Und seitdem ist es halt so, dass man darauf achtet, dass keine tierischen Produkte drin sind. Und dann fängst du irgendwie automatisch an, die Produkte, die du konsumierst, so zu hinterfragen, so, weißt du? Weil du ja schon dieses eine Fleischthema und dieses tierische Produktethema aus dem Leben rausgestrichen hast, fängst du eigentlich automatisch an, dich bewusster mit Ernährung auseinanderzusetzen. Und so ist es bei mir dann immer mehr geworden, dass ich jetzt mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich einfach nur esse, was ich brauche, so. Und auch gar keine, ich habe gar keine Cravings oder so, ich habe gar keine, null. Aber du isst auch ein Cookie oder so mal. Du hast ja jetzt Ja, auch mal ein Cookie gegessen. aber natural, ne? Vegan, Hafer, bla bla bla, ist ja jetzt nicht, ist nicht Aber Haribo auch oder so ein vegan. Scheiß.
Ja gut, aber was du so isst, vegan, veganer Hotdog und so, das finde ich alles, ist auch Scheißessen. Für mich ist das Cheat Food. Für mich. Nur weil es nicht vegan ist, ist es ja nicht gleich gut. Das, so mein, also so sehe ich das, in meinen Augen. Gut in Anführungszeichen, ja. Aber ich kack. Ja, okay, für mich ist halt reinscheißen Schokolade, Gummibärchen, diese ganze Scheiße so. Das war halt bei mir immer das Thema, so, weißt du? Ja, ich stimme dir zu, dieses Beyond Meat ab und zu und diesen veganen Hotdog oder, okay, vegane Tacos sind auch natural. Die werden mit irgendwelchen Bohnensachen und so gemacht, da ist jetzt kein Fake-Fleisch drin, aber dieser Hotdog zum Beispiel, da ist halt Fake-Fleisch drin. Und, aber ich meine, ich esse den jetzt gar nicht mehr, weil ich kein Cash habe, aber sonst so einmal die Woche oder so ein Scheiß, weißt du? Ja, ja, wie gesagt, da denkt ja auch jeder wieder anders. Ich hatte ja eben mit der, guck mal, bei mir ist auch was ganz anderes. Ich hab ja dieses Ernährungsthema. So wie du das Sexthema hast, hatte ich das Ernährungsthema. Also, und heutzutage viele Leute kompensieren und geben sich Glücksgefühle durchs Essen. Und dann, das sind ja die Opfer von der Ernährungsindustrie, weißt du? Die werden dann so in der Werbung gekillt. Ey, guck mal, geil, wenn du, ich kann jetzt gar nicht so viel über das Essen reden, weil ich faste gerade, aber ja, ja, lass ist mal. Einfach so, dass. Wir können auch langsam Themawechsel machen. War schon geil. Wir sind gerade ein bisschen, Yes, ey, Chat, schreibt mal irgendwelche Themen rein, andere Themen, mal Abwechslung reinbringen hier in den Laden. Ich habe gestern ein Video gedreht. Cool. Ich habe gestern ein Video gedreht. Eigentlich können wir darüber kurz reden, das ist ein ganz anderes Thema. Thema in dem Video war Rollenverteilung. Glaubst du an Rollenverteilung bei Frau und Mann? Und da habe ich auch in dem Video, habe ich selber auch gesagt, dass ich gerade seit 4 Wochen quasi versuche, wie sagt man auf Deutsch? Celibate. Wie sagt man das auf Deutsch? Enthaltsam. Enthaltsam zu sein. Ja. Ja. Wie sieht's bei dir aus, rollenverteilungstechnisch? Das hat mir auch schon so oft geredet. Ich muss mal gucken, was, ich weiß gar nicht mehr, was wir immer so geredet haben, schon alles irgendwie, ne? Ja, aber sag mal, grundsätzlich bist du der Meinung, dass es, also glaubst du daran, dass es eine gewisse Art von Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, wenn es zum Thema Beziehung, Ehe, Liebe geht, so? Bist du der Meinung, dass es verschiedene Rollen gibt, die das jeweilige Geschlecht zu übernehmen hat oder was für sich, also dass es sich gesund anfühlt, das zu tun, oder sagst du, nee, Digga, jeder soll alles machen? Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, ach, das ist ein großes Thema, okay. Ich müsste mal in eine Beziehung kommen und das wirklich erleben, aber aktuell, das ist halt gut, weißt du, mit jemandem, das ist ein guter erleben. Punkt. Du hast ja noch nie richtig lange so Beziehung gehabt, ne? Nee, und vor allem, ich meine, ich war schon mit Männern zusammen und da war es immer, jetzt sagen wir mal, die letzte Situation, wo ich mit einem Mann Zeit verbracht habe, was wie eine Beziehung sich angefühlt hat, okay? Mhm. Da zum Beispiel, aber mit denen habe ich jetzt auch nicht zusammen gewohnt, richtig, das ist ja auch wieder was anderes. Ja, ist was anderes. Safe, weißt safe. Aber sonst würde ich sagen, die Rollenverteilung, also bei mir wäre nicht die typische Rollenverteilung, dass ich zum Beispiel immer nur putze und der Mann nie was macht oder ich immer koche und der Mann nie kocht, das nicht, auf keinen Fall. Was wäre, ist der für mich, dass der Mann ein bisschen stärker erscheint. Von der Energy her ist einfach so ein bisschen mir überlegen ist, sodass ich auch auf ihn höre. Weißt du, was ich meine? Das ist mir wichtig. Ja. Nicht, dass ich jetzt denke, weil ich bin ja schon sehr stark mit meiner Meinung und so weiter. Das heißt, diese Person muss wirklich eine schlaue Person sein, dass ich wirklich diesen Respekt habe, ihn, seine Meinung wirklich wichtig, als wichtig zu empfinden. Das heißt, wichtig wäre für mich, dass du so ein bisschen zu ihm heraufschaust, so ein bisschen, ne? Dass er quasi so wie genau, so... Genau, dass er die Entscheidung trifft, vielleicht mal eine Entscheidung übernimmt, aber mit diesem Gefühl von, ich habe trotzdem was zu sagen und er will sich auch reinziehen, was ich dazu denke, weil ich halt die feminine Energie habe, die Intuition, das heißt, dass er sich auch von mir inspirieren lässt, aber vielleicht auch eine finale Entscheidung treffen könnte und ich aber auch fühle, das fühlt sich gut an und nicht jetzt so ungerecht oder so irgendwas. Es sollte schon alles gerecht irgendwo auch sein. Also ich sehe mich jetzt nicht als die Frau, die da steht mit ihren 5 Kindern und alles alleine macht und der Mann dann nur Arbeit geht und ich den nicht sehe. Nein, das sehe ich nicht. Ich sehe das ziemlich als... Ja, das ist auch keine gesunde Beziehung, Digga. Also weißt du, wie ich meine? Ja. Ganz ehrlich, so. Muss ja, also ihr liebt euch ja. Meiner Meinung nach ist ja der Grundbaustein von einer Beziehung, muss ja echte Liebe sein, meiner Meinung nach, weißt du? Und wenn du einen Menschen liebst, dann behandelst du dem auch dementsprechend, meiner Meinung nach, in meiner Welt, weißt du? Für mich zum Beispiel, ich werde immer meine Frau auf Hardcore respektieren, auch ihre Meinung respektieren. Vielleicht treffe ich am Ende die Entscheidung, aber nichtsdestotrotz ist ihre Meinung halt
sehr, 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 sehr wichtig so. Weißt du, was ich meine? Und man hört ja auch zu. Man hört dahin und man bezieht es in seine, weil ich glaube auch, was du gestern auch gesagt hast, dieses Intuitionsthema ist bei Frauen auch extrem entwickelt so. Die haben manchmal für Dinge eine Intuition und es kann, das hat mir, wo ich eine Beziehung geführt habe, als Mann, extrem geholfen, eine Frau an meiner Seite zu haben, die diese femininen Eigenschaften mitbringt, feminine Denkweise mitbringt und diese feminine Intuition mitbringt, dass das mich und meine Denkweise quasi ergänzt. Weil ich bin dann auf diesem Logikfilm unterwegs und dann kommt eine Frau, die mir ein bisschen so die andere Seite der Medaille zeigt und dann kann man auch eine viel bessere Entscheidung treffen, meiner Meinung nach, so, weißt du? Aber das hört sich ja schon so an, dass du ja auch, du bist schon auch relativ, also ich würde sagen, du bist schon auch relativ, was das Thema Mann und Frau angeht, relativ traditionell eingestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, schon. Also ich bin zum Beispiel auch so, dass ich sage, der Mann, der darf ruhig für mich auch mal was bezahlen. Weißt du, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich will genauso viel verdienen oder muss mehr verdienen und dass ich dann zum Beispiel diese finanzielle, wie sagt man, Verantwortung oder... Also der Mann kann mir da schon ein bisschen überlegen sein, dass ich da, ich will nicht sagen, abhängig will ich jetzt auch nicht sein. Heutzutage ist sowieso keiner mehr abhängig, davon mal abgesehen. Heutzutage, das gibt es gar nicht mehr richtig, dieses Abhängige. Aber der kann schon so diese männliche Rolle ein bisschen einnehmen und für mich auf mich aufpassen. Das fühlt sich ja auch gut an. Das fühlt sich doch auch gut an für dich als Frau, oder? Weil das ist auch meiner Meinung nach dann der Punkt, wo es auch dann der Frau erlaubt wird, feminin zu sein. Weißt du? Wenn du diese Stärke mitbringst und wenn du der Frau diese maskuline Protector-Energy gibst, dass die dann auch sich fallen lassen kann und auch richtig feminin sein kann. So. Und das höre ich von Frauen immer wieder, dass die halt danach suchen. Weißt du? Ja, die suchen nach einem Mann, der das an den Tag legt. Aber was halt bei der ganzen Sache wichtig ist, was mir auch auffällt und was ich auch predigen möchte, ist dieser Respekt. Weißt du? Du kannst ein maskuliner Mann sein, der Entscheidungen trifft, der bezahlt, der quasi alles ein bisschen lenkt, so, aber trotzdem mit einem gewissen Respektlevel. Weil ich glaube, das ist ein Thema, da sind viele Frauen dann, wenn du disrespectful bist, Bro, dann ist dann schwierig. Ja, auf jeden Fall. Respekt, das ist für mich aber Voraussetzung. Ich würde mich ja gar nicht auf was anderes einlassen. Ist mir noch nie passiert, ziehe ich gar nicht in mein Leben. Warum? Weil ich mich selber respektiere. Es ist einfach so, dass das dann der Partner, der behandelt dich so, wie du dich innerlich siehst. Weißt du, wie du dich selber quasi behandeln lässt auch überhaupt. Weil ich würde mich niemals disrespected behandeln lassen. Das gibt es gar nicht bei mir. Also muss ich ja ehrlich sagen. Ja. In so einer Partnerschaft oder so, das kannst du komplett mal vergessen. Da sieht man wieder auch, wie wichtig das die Beziehung mit einem selber ist. So, ne? Bevor man in eine Partnerschaft reingeht, dass man auch eine gewisse gute Beziehung mit sich selbst hat und sich selbst richtig liebt auch und sich selbst kennt. Weil das ist eine perfekte, eine viel bessere Voraussetzung für eine Beziehung, als wenn du dich selbst gar nicht richtig liebst, weil dann lässt du Dinge mit dir machen, die du nicht machen lassen würdest. Wenn du keine starke Beziehung mit dir hast und dich nicht kennst und nicht weißt, wer du bist, schwer dann überhaupt eine Beziehung zu, weil man sagt es ja so schön, wenn du dich nicht selbst liebst, wie sollen andere dich lieben oder wie willst du andere richtig lieben, so, weißt du? Das stimmt schon, ist ein wichtiges Thema, vor allem, weil, ne, ich sag jetzt auch, ich würde das niemals machen, ich würde es echt nicht machen, ich kenne mich dazu gut, aber ich weiß, wie schnell es passieren kann, dass man da reingerät. Weißt du? Ja, vor allen Dingen, wenn eine gewisse Anziehung vorhanden ist, so, weißt du, eine gewisse emotionale Bindung oder Verbindung oder, weißt du, deswegen ist es halt auch wichtig, dass man auch, also ich sag jetzt, da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, glaube ich, bei vielen, gerade bei den Feministen, aber ich sag, wenn du als Frau Sex mit einem Mann hast, dann ist das schon eine krasse Bindung am Start und dann kann es eventuell sein, wenn du den noch gar nicht richtig kennst und der dich dann auf einmal schlecht behandelt, dass du trotzdem bei ihm bleibst, weil diese intensive emotionale Verbindung schon da ist, so, weißt du? Ja, voll. Ja doch, das ist auf jeden Fall, das denke ich auch. Ich bin da auch natürlich, ich bin ja auch eine Frau und wenn ich guten Sex habe mit einem Mann, dann ist das schon so ein Thema, wo ich denke, ach ja, aber ich bin da trotzdem zu sehr in meinem ich bin zu bewusst dafür, dass ich dann sagen könnte, ich weiß, wo das hinführen würde, würde dann lieber doch Nein sagen. Ja, du hast dann trotzdem deine Grenzen so mäßig, ne? Ja. Das kommt auch mit der Erfahrung wahrscheinlich auch, weil du auch schon älter bist und so, aber wenn du noch ein bisschen jünger bist, weißt 20, 22, 24 oder so und dann hast du Sex mit einem, Digga, und der behandelt dich dann schlecht, ich sehe das ja, ich kenne das selber so, weißt du, das ist auf jeden Fall dann gefährlich, deswegen ist es auch so, dass ich zum Beispiel persönlich sage, wenn ich jetzt eine Tochter hätte zum Beispiel, würde ich ihr davor abraten, schnell Sex mit einem Mann zu haben, so, um ehrlich zu sein. Weißt du? Ja, ich würde das auch abraten, ehrlich gesagt. Ich meine, natürlich es gibt immer Ausnahmesituationen, das will ich nicht sagen, aber so im Großen und Ganzen würde ich es auch eher nicht machen.
Aber ich, wie gesagt, Ausnahmesituationen gibt es, wenn du merkst, die Energy ist so krass und das ist so irgendwie, das fühlt sich auch richtig an, du machst mit einem guten Gefühl. Ja, aber jetzt nicht jede Woche, Alter. Ja. Ich kenne tatsächlich auch Pärchen, die jetzt seit 5-6 Jahren zusammen sind und die beim ersten Date Sex hatten. So. Das geht natürlich auch, ne? Das eine schließt das andere nicht aus. Aber so grundsätzlich als Vater oder Bruder von, wenn ich jetzt eine jüngere Schwester oder Tochter hätte, so würde ich das eher so als grundsätzliche Empfehlung raushauen. Digga, warte erstmal ein bisschen. Weil dann siehst du auch, ob das Interesse überhaupt wirklich da ist, weißt du, wie ich meine, ob der überhaupt dann auch noch am Start ist, wenn du 2-3 Wochen keinen Sex hast oder was weiß ich, wie lange, weißt du? Also, ja. Safe. Fellas, was geht? Ich gehe davon aus, dass meine Frau kocht, Wäsche macht, putzt etc. Im Gegenzug muss sie nirgends bezahlen und nirgends Türklinken anfassen. Was sagst du dazu? Ich meine, es ist kein schlechter Deal. Ja, es ist kein schlechter Deal, weil ich zum Beispiel, ich glaube, ich würde mich so nicht drauf einlassen. Ich weiß es nicht. Meinst du echt? Also guck mal, weißt du, Justine, was du dir vorstellen musst? Du musst dir halt vorstellen, sagen wir mal, du hast den perfekten Partner, so, ne? Der wirklich, der in dir diese Liebe auslöst und wo du denkst, oh, Digga, der ist das jetzt, so, weißt du? Und der sagt dann zu dir, ey, guck mal, Schatz, ich kümmere mich darum, dass wir Geld auf dem Tisch haben. Ich kümmere mich darum, dass der Kühlschrank voll ist. Ich kümmere mich darum, dass du beschützt bist. Und dass du, und ich bin auch wirklich respektvoll und mache dieses Gentleman-mäßige, immer die Tür auf und diese ganzen Sachen, so, weißt du? Aber dafür erwarte ich von dir, dass du die Wohnung sauber behältst, so. Weißt du? Ich glaube, wenn man das so kommunizieren würde, würde ich es nicht machen. Aber ich würde es, glaube ich, machen, wenn man das. Ja. Das wäre mir dann. Nee, das wäre mir nicht. Aber das ist Ego, Justin. Nee, wenn man das jetzt so kommuniziert, ich will, dass du so und so machst, das würde sich für mich komisch anfühlen. Aber wenn ich das dann machen würde. Von mir aus, weil ich mache das ja eh von mir aus. Ich putze immer die Wohnung von mir aus, auch jetzt mit meiner Rumi. Ich putze die Wohnung. Okay, Wäsche waschen macht er auch, aber ich zum Beispiel, ich mache das ja eh. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast da 10 Kinder. Okay, 10 habe ich sowieso nicht, 2. Und dann musst du noch kochen und dies, das. Also zum Beispiel Freunde von mir, Sabibo und Cheng, die haben zum Beispiel Leute, die kochen für die in Indonesien. Ja, ja, da du musst gar nichts kochen. Da habe ich gestern auch einen getroffen zum Beispiel, ein Pärchen getroffen. Sie war Amerikanerin, er war Mexikaner und da ist auch zum Beispiel so, die sagt auch traditionelle Rollenverteilung auf jeden Fall, aber ich bin jetzt nicht so der Putztyp, die kocht immer jeden Tag, aber die haben eine Putzfrau eingestellt so mäßig, weißt du? So. Finde ich auch mal okay. So eine Sache. Also man kann schon ein bisschen die Rollen verteilen, aber wie gesagt, das ist halt komisch, das so zu kommunizieren, wenn das jemand mir sagen würde und das so erwartet. Kommt drauf an, vielleicht, es muss aus der Situation natürlich irgendwie entstehen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Wenn ich jetzt jemanden date am ersten Tag und der sagt mir das, hey, wir können jetzt so eine Beziehung anfangen, aber nur wenn du das und das und ich erwarte das von dir. Also das finde ich halt dann, das muss einfach entstehen, Mann. Das muss entstehen. Keine Ahnung, vielleicht würde ich mich darauf einlassen. Ich kann ehrlich gesagt dazu jetzt nicht was fest sagen. Ich verstehe, was du meinst. So. Aber ich stelle mir das, keine Ahnung, also ich persönlich muss sagen, wenn ich jetzt eine Frau, wenn ich mich so reinversetzen würde und ich stelle mir so vor, ich finde die Liebe meines Lebens und der kümmert sich um mich, ich muss mir keine Sorgen mehr um Geld machen und um zu Hause und das ist alles safe, so ich kann Kinder kriegen und so, dafür mache ich halt die Wohnung ein bisschen sauber und koche ein bisschen was für den, dann würde ich mir denken, so geil, Alter, Jackpot. Ist schon geil, aber ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel so eine Person, ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass ich nur noch Mutter sein will, weil ich bin auch, ich wäre auch Coach. Ich wäre auch gerne noch Coach und Mutter. Ich wäre nicht nur Mutter, dass man sagt, das ist die Mutter. In Indonesien sagen die auch, das ist die Mutter von Mila. Die sagen nicht den Namen zu der Frau, die sagen, das ist die Mutter von der. Weißt du, ich würde nicht nur noch Mutter. Ja, ich würde. Aber was ich dazu sage, ich sag dir ehrlich, was ich dazu sagen muss jetzt und will auch, um die Ehre der Mütter zu verteidigen, das wird auch gemacht extra, meiner Meinung nach, von dieser heutigen modernen Welt, dass das Muttersein so runtergeredet wird. So. In der heutigen Diskussion, wenn die dann mit einer reden, die jetzt Anwältin ist oder Ärztin ist oder so, dann wird dieses Muttersein und sich um die Familie kümmern so geschmälert. So. Ja, das ist halt eine Hausfrau, die ist nur zu Hause und die macht das. Ich finde, da muss viel mehr Respekt wieder reinkommen, weißt du, weil das ist Bro. Das hält die Gesellschaft am Leben. So.
diese Mütter, die zu Hause bleiben und die sich wirklich noch um ihre Kinder kümmern und die nicht nur mit TikTok groß werden und mit dem, was in der Schule indoktriniert wird, sondern die sich wirklich kümmern so zu Hause, ne? Das muss viel mehr respektiert werden, finde ich, in unserer aktuellen Gesellschaft wieder so. Das ist nicht so runtergeredet, ich will nur Mutter sein, ich will nicht nur Mutter sein und so. Bro, Mutter sein ist einer der krassesten Jobs, einer der heftigsten Sachen, die ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, überhaupt machen kann, meiner Meinung nach so. Da muss viel mehr Respekt für rein, finde ich, weißt du? Ja, voll. Nee, da hast du recht, da sehe ich genauso. Nee, sehe ich genauso, dass die Mutter auf jeden Fall eine geile Rolle ist, aber es gibt ja auch noch Dinge, die man trotzdem noch machen will. Deswegen möchte ich gerade dieses nur putzen und sauber machen den ganzen Tag. Also ich habe dieses Beispiel von Sabibo und Cheng, wie gesagt, die YouTuber, vielleicht kennen auch manche Leute die. Ja, einer im Chat hat vorhin reingeschrieben, Cheng und so. Cheng. Ja. Genau, und das sind ja Freunde von mir, ich war bei denen zu Besuch und ich habe gesehen, wie die leben, weil ich bin ja sonst nie mit Familie 24/7. Und ich habe ja gesehen, wie die das machen. Und das ist echt angenehm. Ich meine, die beide machen YouTube zusammen. Er schneidet die Videos, sie guckt aber auch nochmal rein, schneidet auch manchmal einen Part. Er geht manchmal mit dem Kind schwimmen und so, spielt viel mit der, dann spielt sie mal. Sie bringt das Kind zur Kindergarten, er holt es. Und kochen, das machen die Angestellten. Geputzt wird von den Angestellten. Das bei denen ist komplett aufgeteilt. Und ich muss echt sagen, dass ich das eigentlich nice fand. Ich fand das so zu sehen, schön. Ich fand das schön. Und wie gesagt, die haben ja auch ihre, die haben ja auch zusammen ihre Arbeit, YouTube, und dann haben die ihre Klamotten noch, was sie machen. Und sie ist die organisatorische, er ist so dieses, ne, praktische dann. Und ganz ehrlich, da dachte ich damals, perfekte Ehe. Sowas möchte ich auch. So. Ehrlich, fand ich richtig geil. Und deswegen muss ich sagen, ich meine nicht nur, die ist nur Mutter sein, weil Sabibo ist auch Mutter, die ist nur für ihr Kind. Man, ihr Kind, krass, die ist voll die. Kind fokussiert. Aber sie ist nicht so die typische Mutti, die da steht und kocht und putzt den ganzen Tag. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Das ist halt der Unterschied so. Und, ja, und das fand ich. Aber ja, finde ich auch. Also, einer schreibt gerade rein, kenne niemanden, der Mütter nicht respektiert. Ach, Bro, also wenn ich mir diese aktuellen Gespräche manchmal reinziehe und auch Videos im Internet, da gibt es schon sehr viele Leute, die dieses Muttersein so ein bisschen runterreden, so. Weißt du? Und dieses, dass eine Karriere zu machen wichtiger ist und dass es in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert hat, quasi als ein Kind zu gebären und sich um das Kind auch wirklich zu kümmern, so, weißt du? Wie viele Menschen heutzutage, Mütter heutzutage gehen nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr schon wieder arbeiten und kümmern sich gar nicht so richtig um das Kind, weißt du? Das ist eine Sache, die sehe ich persönlich sehr kritisch, weil dann wächst das Kind mit Werten und mit Dingen auf, die nicht von den Eltern kommen und dann geht es in eine Richtung rein, die ich gefährlich finde. Und ich finde, man sollte die Rolle der Mutter und auch der Hausfrau viel mehr zu schätzen wissen und viel mehr respektieren, als es von der aktuellen Gesellschaft getan wird. Und das ist für mich auch Feminismus im Endeffekt, weißt du? Da die Frau zu stärken, die sich um die Familie kümmern so und die zu Hause sind und dafür sorgen, dass das Kind vernünftig groß wird im Endeffekt, so, weißt du? Und was ich dazu sagen will mit diesem Sabibo-Thema auch, ich glaube, am Ende ist es voll wichtig einfach, dass man einen Partner findet, wo das einfach matcht, weißt du? Wo du dich triffst und wo du das Gefühl hast, so geil, Alter, wir haben dieselben Ansichten und es fühlt sich natural einfach geil an, wie wir die Welt sehen und wie wir gerne Familie gründen wollen würden und so. Das einfach float, weißt du? Weil ich will auch niemanden haben, den ich dann verändern muss oder wo ich dann den irgendwas aufdrücken muss oder so. Ich will jemanden haben, der zu mir passt und zu meinen Gedanken und meinen Gefühlen. So. Ja, voll. Genau so. Das wird sich dann eher geben. Das muss man auch gar nicht dann so irgendwie gucken, wie man das jetzt, ne, sondern es wird sich fügen, denke ich mal. Und ich meine, welche Mutter will sich nicht um ihr Kind kümmern viel und nicht richtig arbeiten gehen? Aber da ich eh nicht arbeiten gehe, in dem Sinne, weißt du, ich bin keine Person, die eh schon arbeiten geht. Für mich ist dieses Thema gar nicht da, weißt du, für mich. Ja, also ja. Aber das ist halt auch in der Gesellschaft heutzutage auch nicht mehr so einfach, wie es mal war. Also heutzutage ist ja auch zum Beispiel voll schwer für einen Mann, überhaupt eine Familie versorgen zu können. Es müssen quasi beide Elternteile arbeiten gehen, weil das gar nicht mehr möglich ist, dass ein Mann überhaupt eine ganze Familie versorgen kann, so, weißt du? Zumindest mal für ein paar Jahre so. Und deswegen werden ja viele auch dazu gezwungen, schnell wieder arbeiten zu gehen. Und das ist halt eine Sache, die würde ich mir für meine Familie nicht wünschen. Also ich wünschte mir, dass die überwiegende Zeit mein Kind gerade in den ersten Jahren
mit einem Mitglied aus der Familie verbringt, so, weißt du? Weil ich finde, das ist voll wichtig, mein Mindset mitzugeben, meine Werte, meine Einstellung und dass es nicht so verwirrt wird, weil dieses Schulsystem und was die heutzutage alles beibringen und so, da sind ganz viele komische, gefährliche, meiner Meinung nach, Sachen dabei, so, weißt du? Wo man aufpassen muss. Und wenn man dann keine Kontrolle mehr hat, so richtig über seine eigenen Kinder und was die denken und wie die sich entwickeln, dann ist es gefährlich, glaube ich. Ja, total. Also ich würde mein Kind nicht gerne in die Schule schicken wollen, muss ich ehrlich sagen. Beziehungsweise, ich war ja auf einer Waldorfschule, deswegen vielleicht auch so eine Schule eher. Aber jetzt so eine normale Schule würde ich nicht wollen. Wenn man das umgehen kann, und das kann man mit Sicherheit, ich meine, da, wo ich leben werde, glaube ich, sind viele Menschen, die das nicht wollen würden. Das heißt, da gibt es auch Alternativen. Von daher, das Problem wird gar nicht da sein. Weißt du, auch diese ganzen Sachen, diese ganzen Probleme, wo man nachdenkt, das ist für mich so, in meiner Realität ist es nicht so nah, weil ich weiß nicht, ich will in so einem Umfeld gar nicht so sein, wo das als so ein Struggle ist und dieses ganze Systemkack. Weißt du, ich habe ich bin in dieser Welt nicht mehr so richtig drin, weißt du, was ich meine? Voll, voll. Also ich verstehe das hundertprozentig, was du sagst, und ich sehe das genauso. Mein Traum ist ja, eine Community zu haben, ne? Ich will ja so wie Dr. Sebi so ein Retweet-Center oder sowas haben, weißt du, wirklich so eine große Community auch, wo dann Familien leben, auch andere Familien mit Kindern und so, und wo man auch aber wirklich dann Leute hinholt aus der normalen Welt und die dann heilt und so, weißt du, was ich meine? Halt so richtig so irgendwie Menschen zu helfen, aber trotzdem auch eine eigene Community zu haben, wo man sich gegenseitig unterstützt und hilft, wo jeder so mehr oder weniger das gleiche Mindset hat, wo man sich nicht Gedanken darüber machen muss, wenn das Kind in die Schule geht, dass andere Kinder da sind, die dann TikTok swipen und dann dein Kind das auch unbedingt machen will und so, sondern wo jeder so dieses Mindset hat von, ey, wir wollen, dass echte Menschen hier groß werden und keine Roboter, so. Ja, deswegen, also diese Themen, ich verstehe schon, dass die in der Gesellschaft schon so da sind. Ich muss sagen, ich bin da echt so ein bisschen halt aber raus, und deswegen sehe ich das genauso, was du gerade gesagt hast. Also mir, das wird wahrscheinlich in meinem Leben kein Thema sein. Weißt du, was ich meine? Es wird sich alles so entspannt fügen. Ich bin ja aus diesem System irgendwann, ich bin noch nicht ganz ausgetreten, weil ich bin ja noch gemeldet in Deutschland, aber ich bin teilweise ausgetreten schon. Dass ich keine Versicherung habe und so. Also ich bin ja teilweise da raus, weißt du? Das ist wild. Und deswegen, ja, ich fühle das irgendwie nicht so. Weißt du, ich gehe da nach meinem Gefühl, muss ich dir ehrlich sagen, nicht nach Menschenverstand. Nicht, was man machen sollte oder was schlau wäre. Damit fahre ich bis jetzt ganz gut, weißt du? So hat mich mein Leben geguidet. Und ich muss sagen, ich bin richtig glücklich darüber, dass ich nicht in diesem Sicherheitsdenken drinne gefangen bin, weißt du? Ja. Dann gibt es so eine Sache nicht mehr. Es löst sich alles auf. Du bist dann im Vertrauen. Du weißt dann, was zu tun ist. Weißt du, auch mit dem Kind und so. Ich bin mir ganz sicher. Falls ich ein Kind haben sollte, ich weiß es ja nicht. Aber wir werden es sehen. Ja, wenn nicht, bist du Tante von meinen 20. Ja. da hast du genug zu tun. Hier, Tante Justine. Kümmere dich mal jetzt. Ich brauche gar keine Kinder. Ich nehme dann einfach deins. Nehm ich mir mal zwei Stück von dir mit am Wochenende. Einfach so, Digga. Lovlock, gib mal zwei von dir mit. Ja, ey, ich kann dir auch eins machen, wenn du willst. Hast du mir schon angeboten. Leute, soll ich ein Kind vom Leon bekommen? Einfach so, dass ich ein Kind mal bekomme hier endlich. Das wäre auf jeden Fall noch ein Plan C. So. Ich würde Justine eigentlich auch vertrauen als Mutter. So. Das ist immer das Wichtigste, ne? Ist für mich Bewusstsein, Liebe, was für ein Mensch das ist, weißt du? Die Mutter meiner Kinder oder die Mütter meiner Kinder, je nachdem, wie sich das entwickelt in Zukunft. Das müssen alles Frauen, oder das muss eine Frau sein, die halt wirklich ein guter Mensch ist. So. Das ist mir so wichtig. Das war auch bei meiner Ex damals so. Ich spüre das ja auch sofort, wenn ich in die Augen gucke von einem Menschen. Steckt da eine gute Seele drin, die auch schon relativ bewusst ist und die versucht wirklich einfach ein korrekter, guter Mensch zu sein, so. Das ist für mich das A und O. Da entscheidet sich das für mich, ob ich mit jemandem überhaupt eine Beziehung eingehe oder nicht. So ist so. Dieses gute Herz. Das ist so wichtig. Gerade wenn man einen Partner weiß, finde ich auch noch eine ganz wichtige Thematik, wenn man mit jemandem ein Kind macht. Ne? Und manche machen ja einfach mit irgendwen ein Kind. Es gibt da, ich kenne sogar Frauen, die haben gesagt, ist mir egal, wer der Vater ist, ich will einfach nur ein Kind. Wo ich mir denke, du weißt aber schon, dass dieser Mensch dein Kind formen wird.
weißt du, dass die, also das finde ich auch mega krass. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wenn man ein Kind in die Welt setzt, dass man sich auch vorstellt, dass dieser Mensch wirklich ein guter Vater ist. Ja. Wirklich das gut, gut auswählt, auch bei der Mutter. Wenn du jetzt irgendeiner ein Kind machst, nein, musst du wirklich gucken, dass du ja, für ja, dich ja, deine Werte vertritt. Das Facts. Ist ja, weil sonst hast du ein Horrorleben. Sonst ja, hast du ja, nur Streit mit dem Vater oder Mutter später. Nee, oh das will Gott, ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Ich hatte tatsächlich eine, das habe ich dir erzählt, diese Kolumbianerin, mit der ich was hatte hier, jetzt vor 2-3 Monaten oder so, und die hat gesagt, die will ein Kind von mir. Also die war so, aber nur auch, weil ich der Mensch bin, der ich bin. So, ne? Die hat mich auch kennengelernt und wir haben wirklich richtig deepe Konversationen gehabt und so, und die hat richtig gemerkt, okay, ich habe schon 2 Frauen gehabt, die gesagt haben, mach mir ein Kind so, weißt du? Aber da war ich skeptisch, weißt du? Da war ich so, ja, ich habe die Seelenverbindung gemerkt, ich habe alles gespürt und so, aber was Werte und so angeht und ja, da war ich dann so, nee, also bei mir ist auch nicht, dass ich einfach nur, wenn eine Frau ein Kind von mir haben will, auch wenn ich viele Kinder haben möchte, dass ich das dann mache. Bei mir ist es echt wichtig, dass die Werte zueinander passen und dass sich das richtig anfühlt, so, weißt du? Das ist voll wichtig. Voll ja, wichtig. Aber dein Kind wird so wie die Mutter oder wie der Vater. Das Kind wird halt so, erstmal. Yeah. Ich meine, es kann umformen, aber du lernst dem Kind alles. Also es nimmt ja deine Glaubenssätze mit, dein alles, dein Verhalten, wie du gehst, wie du aus, also ja, alles halt. Ne? Das yeah, ist ja geprägt von dir. Wenn du da irgendwen hast, wo du denkst, der hat ein scheiß Mindset oder die hat nicht alle Tasse im Schrank, manche reden ja so über Ex-Freunde und Ex-Freundinnen und Alter, dann hast du ein Kind mit dieser Person, wie willst du, also boah, das ist das Wichtigste vor. Und das ist auch das, was ich, das, worauf ich auch Wert lege und worauf ich auch extrem achte, ist so, wie gesagt, was ist das für ein Mensch? Was, zu was wäre dieser Mensch im schlimmsten Fall fähig? Weißt du? Ah, so, ja. Weil ich will eine Frau oder auch die Mutter meiner Kinder, ich will dieses Gefühl haben, dass egal was mit uns beiden ist, wir werden beide krasse Eltern sein. Und wir werden beide uns so gut wie können uns um das Kind kümmern. So, weißt du? Keiner wird den anderen schlecht reden und negativ und diese toxische Scheiße, Digga. Weißt du, wie ich meine? Da habe ich gar keinen Bock drauf und das ist voll wichtig. Okay, wir müssen Themen wechseln. Ein Thema können wir noch nehmen, auf jeden Fall. Sonst wie wär's nochmal mit Psychedelicas? Weil ich habe heute, guck mal, wir haben doch schon mal darüber geredet. Psychedelicas wollten wir mal besprechen. Oh, nee. Und ich habe heute so eine Lust. Nee? Du hast doch gesagt, man muss aufpassen damit. Ja, weil ja. Du doch. Ach so, sollen wir darüber reden? Da weiß ich nicht, ob du das möchtest. Ja, dein Chat hier. Ist eigentlich, also mir ist egal, du kannst auch mitentscheiden. Chat, was sagt ihr? Sollen wir über Psychedelics reden? Und wenn, ich hatte heute überlegt, ob ich auf eine Mushroom-Zeremonie gehe, weil vorhin hat eine Frau tatsächlich Klamotten von mir abgeholt, die ich ja verschenke. Ne? Und dann, das ist so eine Schamane-mäßige, also ist von einer Kollegin, eine Bekannte, und die hat heute eine Mushroom-Zeremonie. Ich dachte mir, warum kommt das jetzt in mein Leben so? Weißt du, wie ich meine, das ist voll weird. Da steht eine Frau in meinem Zuhause und sagt mir, dass sie eine Mushroom-Zeremonie machen und es kostet nichts. Und die machen das heute Nacht, wo ich mir dachte, hä? Crazy. Ja, das ist. Was sagst du? Nee, es ist auf jeden Fall. Ich finde das auf jeden Fall ein interessantes Thema so. Hab ja selber noch nie irgendwas konsumiert in die Richtung, weißt du? Und. Mushroom auch nicht? Was hältst du denn von Mushrooms? Also auch wirklich noch Mushrooms. Ja, hat mich letztens am Beach Mac und die ganzen Jungs und Mädels haben sich da Mushrooms reingefetzt. Aber ich habe einfach das Calling nicht, Digga. Ich spüre einfach in mir, da ist was, was mich davon abhält, weißt du? Und hast du nicht Angst, vielleicht diesen Kontrollverlust? Hast du davor Angst, Tim, oder nicht? Würde mich mal interessieren, weil viele haben kann halt sein. Angst vor Kontrollverlust, ja, das dann nicht machen wollen. Kann sein, dass das auch ein Teil ist so, weißt du? Dass es auch ein Teil ist bei mir, diese Angst davor, Kontrolle zu verlieren, quasi loszulassen so, weißt du? Aber ich bin halt generell einfach vorsichtig, was Konsum von Dingen, die ich noch nicht richtig einschätzen kann, auch so ein bisschen so angeht, weißt du? Und ich glaube halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gestern mit einem geredet, der jetzt 2-3 Mal Ayahuasca gemacht hat, so. Und wir haben vorher uns unterhalten und der war hundertprozentig davon überzeugt, dass ich Ayahuasca genommen habe, nach dem, was ich gesagt habe, so, weißt du? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe noch nie irgendeine Psychedelics genommen. Und da merke ich halt irgendwie, dass ich, was diese Connection angeht mit der Natur, mit der Welt, mit den Menschen, dieses Fühlen auch und so, ne? Dass ich das schon irgendwie auch extrem in mir habe, so. Wo ich mir manchmal denke, wie ein Kurt Tepperwein es auch gesagt hat, dass es vielleicht sogar Menschen gibt, die das gar nicht brauchen quasi, um das aufzubrechen, was die in der Matrix behält, so.
Weißt du? Ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich auch noch mehr Fokus darauf, wenn ich noch mehr Fokus darauf legen würde, noch mehr zu meditieren, noch mehr zu beten, noch mehr bewusst zu sein, noch weniger weltliche Dinge zu tun, dass ich wirklich auf ein heftiges Level kommen kann, was Bewusstsein angeht, ohne irgendwas von außen mir reinzuführen. So. Weißt du? Kann ja jeder, keiner braucht es ja, das stimmt schon. Aber nur es gibt schon Leute, also der zum Beispiel gestern hat zu mir gesagt, dass er glaubt, dass er in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich da nicht hingekommen wäre, wenn er nicht einmal diesen Moment gehabt hätte von Ayahuasca genommen und Connection. Weißt du, wie ich meine? So. Dauert länger. Vor allem, du musst auch überlegen, diese Ayahuasca-Connection ist nicht immer nur Ayahuasca-Connection. Es bedeutet ja auch Dinge lösen, Blockaden, Trauma, Ängste. Das ist ja Medizin, was dir gibt, was du brauchst. Nur was du brauchst. Nicht allgemein, was dich nur bewusst macht und die Natur irgendwie connectet. Ne? Das ist ja der Unterschied zwischen Ayahuasca. Also das ist ja bei mir, bei der letzten Ayahuasca zum Beispiel, hatte ich das Gefühl, dass es mir so meine Verlustangst nochmal richtig krass aufgespiegelt hat, diese Probleme, die ich damit sehe, warum das noch da ist. Und da hatte ich doch so das Gefühl, dass ich, mein Vater irgendwie kam wieder so an, die Rolle, ne, mein Vater. Und dann hatte ich irgendwie, ich war ja noch nicht mal weg oder so, überleg dir das mal. Ich habe auch nicht so eine Vision und bin dann weg in einer anderen Sphäre und sowas, habe ich ja noch nie erlebt. Bei mir war jetzt erstmal notwendig, diese Blockaden da in die Angst zu gehen, weißt du? Und da habe ich gemerkt, dass ich dann auf einmal erkannt habe, dass ich meinen Vater total liebe und gar nicht ihn nicht liebe, nur weil er mich damals verlassen hat. Weil ich dachte immer, ich kann ihn nicht so lieben, weil er mir damals so wehgetan hat. Dann habe ich erkannt, und dann habe ich irgendwie erkannt, die Liebe ist immer noch da. Woher das auch kam, warum das auf einmal so in meinen Kopf kam, weiß ich nicht. Weil ich habe ja davor oft schon über diese Thematik nachgedacht. Und ja, weil du wahrscheinlich dich damit gerade jetzt auseinandersetzen sollst, weil das irgendwas in dir blockiert. So, deswegen ist es zu dir gekommen. So. Genau. Weißt du? Genau. Safe. Und das fand ich sehr interessant, schon zum Beispiel auch zu also sehen. Ich, weißt du, dass ich will nicht, dass es so den Anschein macht, dass ich dagegen bin grundsätzlich, weißt du, ich bin jetzt nicht dagegen grundsätzlich, dass andere Menschen das vielleicht machen oder so und sich diese Erfahrungen holen und dann dadurch auch krasse Erfahrungen machen, so, weißt du, und ich wäre auch jemand, wenn ich wirklich ein Calling fühlen würde und das Gefühl hätte, ey, jetzt sollte es so sein, dann würde ich es auch tun, wahrscheinlich, weißt du, aber ich habe einfach dieses Gefühl nicht so, ich habe einfach immer noch dieses so, ich arbeite an mir selber und ich sehe so viele noch Dinge, die ich verbessern kann, um noch mehr aufzulösen in mir und auch noch bewusster zu werden, dass ich irgendwie das Gefühl habe, erstmal so daran zu arbeiten zu wollen, ohne irgendeinen Einfluss von außen und dann zu gucken, auf was für ein Level ich kommen kann. Und wenn dann ein Gefühl kommt, dass ich vielleicht mal irgendwas ausprobieren sollte, dann mache ich das auch. Aber was auch wichtig ist, das habe ich dir ja letztens gesagt, was ich dazu sagen wollte noch, wenn wir über das Thema reden, was ich wichtig finde, ist, dass Leute da auch vorsichtig sind, in Anführungszeichen, weißt du? Weil ich glaube, es gibt Leute, die sind so weit weg von dem, was es dir zeigen wird, dass es die überwältigen kann. Und dass die sich dann wirklich ein bisschen verlieren. So, da habe ich auch schon 1-2 Kandidaten gesehen, die dann wirklich jahrelang nicht mehr mit ihrem Leben klargekommen sind, weil die das so überwältigt hat, was die da gesehen haben, weil die vorher halt brutal unbewusst waren, weißt du, und sich nie mit solchen Sachen auseinandergesetzt haben und es nur gemacht haben, weil es Trend ist oder weil es ein Homie von denen auch gemacht hat, so, und dann da in eine Spirale reingekommen sind, die deren Leben erstmal anscheinend nicht gut getan hat, so, weißt du, deswegen sage ich immer, beschäftigt euch erstmal, macht es nicht nur, weil es ein Trend ist oder weil alle das gerade machen, so, werdet erstmal selber bewusster, weißt du, das ist genauso wie wenn jetzt Leute einfach Anabolika nehmen, bevor sie anfangen zu trainieren. So, trainier erstmal, mach erstmal deine Fortschritte, guck mal, was natural möglich ist, so, taste dich ran und dann kommst du an den Punkt, wo du auch vernünftig entscheiden kannst, so, mache ich das jetzt oder nicht, weißt du? Ja, voll. Ich denke auch, das ist ganz wichtig, deswegen muss man da auf sein Gefühl einfach hören, denke ich mal, wann das kommen soll. Ich meine, bei mir kam es ja mega spät, auch wenn ich mal überlege, wie oft ich schon davor vorher gehört habe. Und ich glaube einfach nur für mich, das Fazit so, für mich, meine Erfahrung mit Ayahuasca, dass es einfach meine Grenzen, meine Begrenzungen aufgelöst hat. Weißt du, dieses Begrenzte, was ich immer gedacht habe, so und so und das, das und das, das ist irgendwie jetzt weg. Und das für mich ist super angenehm, weil ich einfach denke, alles ist möglich, alles ist oder auch nicht. Also es gibt keine Grenzen mehr und nicht mehr dieses, das ist echt angenehm. Also ich muss sagen, ja, war echt cool. Ich weiß auch nicht, ob ich das sonst erfahren hätte, aber es war halt mein Weg, ne? Es kam das ist, ich habe ja auch einen Schamanen-Homie, ne? Der Mo, kennst du ja, den kennst du ja auch, Momo. Mhm. Und ja, mit dem rede ich halt regelmäßig auch darüber, so, weißt du, und der sagt doch immer, Bro, wenn du irgendwann Ayahuasca nimmst, bei dir wird es richtig, richtig, richtig extrem. So, das wird dein Leben verändern, sagt er immer, weißt du. Und ja,
Aber ich lasse mich da auch nicht, und das sagt er aber auch immer selber dazu, ich lasse mich davon auch nicht lenken oder beeinflussen, so, weißt du? Das kommt alles zum richtigen Zeitpunkt, wenn es so sein soll, glaube ich, weißt du? So. Naja, du wirst schon fühlen, du wirst schon fühlen. Ich meine, letztendlich ist es ja komisch, dass es so oft in dein Leben kommt. Weißt du, ist ja komisch. Ja, aber es ist halt in Tulum eigentlich relativ normal, weißt du? Das kommt eigentlich hier jedem. Nee. Also wenn du in Tulum länger als ein Jahr bist, so, wirst du definitiv mindestens einmal damit konfrontiert, so. Mindestens. Ja, ja, du hörst das, aber ich meine, wir reden doch jetzt von den engen Leuten, die um dich herum sind. Ja, weißt du, dieser Momo, ja. Mac, ich rede ja auch davon. Ne? Ja. Oder auch dieses Fastenthema, wie du gesagt hast, dass da dein Kumpel Trockenfasten gemacht hat, dann ich. Also es ist schon interessant, dass diese ganzen Themen sehr nah um dich herum sind. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Liegt auch daran, meiner Meinung nach, weil ich auch in diesem Thema auch so krass drin bin, weißt du, in diesem spirituellen Thema und in diesem Bewusstseinsthema, dass ich halt Menschen anziehe, die sich mit diesen Sachen extrem auseinandersetzen. Und die meisten. Trockenfasten ist eine extreme Nummer. Nee, ich meine jetzt Psychedelics, Ayahuasca und so. Die meisten Leute, die hier lange leben und die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, mit denen ich mich auseinandersetze, haben schon. Also ich kenne eigentlich keinen, der nicht schon mindestens einmal irgendeine Psychedelics genommen hat. Weißt du, was ich meine? Schon, ne? Ja. Ist schon spannend. Also ich bin zum Beispiel so neugierig, ne? Ich will halt immer alles so erfahren und ausprobieren. Ich bewerte das auch gar nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich finde, das ist so neutral. Es kann wahrscheinlich schon den einen oder anderen so ein paar Sprünge erleichtern, sagen die immer. Weißt du, die Leute, die da richtig drin sind, die sagen immer, das ist so, wie wenn du 10 Jahre Therapie machst oder du kriegst halt so eine Erkenntnisse auf einmal, was natürlich schon cool ist. Ne? Aber ich denke mal, man muss auch die Vorarbeit leisten und deswegen ist das dann so die Belohnung vielleicht sogar. Weißt du, was ich meine? So dieses, okay, du hast die Vorarbeit gemacht, jetzt bist du ready, du fühlst dann, du bist ready, machst es und dann kommt dieses richtige Effekt von deiner Vorarbeit, die du geleistet hast. Yeah. Weil ich glaube auch, dass Dinge, mit denen man sich beschäftigt vor der Ayahuasca-Zeremonie, auch dann sehr intensiv in der Erfahrung vielleicht aufploppen. Das war bei mir auch so. Ich habe da vorher auch dieses Thema so ein bisschen auseinandergenommen. Dann habe ich so dieses letzte Krönung so nochmal bekommen. Dieses, okay, aha, wow, jetzt verstehe ich das alles, womit ich mich beschäftigt habe. Ich konnte davor nicht finden, die Antwort oder so. Weißt du? Yeah. Das war interessant auf jeden Fall. Geil, Alter. Geil. Korrekt, wie lange reden wir schon? Siehst du das irgendwo? Ich sehe nur, dass hier 1:45 steht, wie du live bist, ne? Aber ich weiß nicht, wie lange ich schon da bin. Ich glaube, ich war nur 20 Minuten live oder so vorher. Ah, wow, okay, dann sind wir schon. Da haben wir schon wieder, das ist krass, ne? Wir können halt auch echt labern wie so. Wir können auch echt labern wie so Wasserfälle, ne? Beide. Das ist echt schlimm. Ich glaube, wir könnten unser Leben lang. Stefan, wir beide wären auf einer einsamen Insel. Weißt du, wo wir letztens das Thema hatten? Und wir würden einfach nur reden, bis wir sterben, jeden Tag. Wir würden jeden Tag nur reden, oder? Ja, wahrscheinlich. Safe. Wahrscheinlich. Naja, man muss sich natürlich auch kümmern, ne? Wir würden wahrscheinlich auch jagen, sammeln, diese ganze Scheiße. Aber zwischendurch auf jeden Fall reden, ja. Und man muss halt auch gucken, wie man die Insel populiert, quasi. Aber klar, dass das wieder jetzt kommt, ne? Oh Mann, ey. Ja. Oh Leon, ey. So. Und ja, natürlich, davon würden wir aber viel reden, so. Ja, safe. Alle meine Freunde sind so. Ich kann auch nur mit Menschen, mit denen ich so labern kann. Weißt du? Nee, ist so. Also alle meine Freunde sind so. Mit allen meinen Freunden laber ich, bis wir, ich weiß noch, damals mit meinem Kollegen, Barisch, Digga, schöne Grüße gehen raus, standen wir immer nach dem Feiern, standen wir vor meiner Haustür und haben im Auto geredet, wollten immer nur so 10 Minuten reden, teilweise von 2 Uhr, 3 Uhr morgens bis 7, 8 Uhr morgens, einfach nur gelabert, so, weißt du? Laura genauso. Du. Laura, ja, die kann auch viel reden, das stimmt. Der einzige Bruder, der nicht so viel redet, ist Fanus, Digga. So, der ist ein bisschen anders, das ist auch der Typ vom Trockenfasten, ne? Der ist ein bisschen ruhiger, so, das ist so ein ruhigerer Dude. Interessant. Naja, musst du auch mal geben, ne? Ja. Ich höre euch beiden gerne zu, sagt Mary. Ist ein guter Vibe, ne? Ja. Ja, schön. Freut mich. Mary Jane, kennen wir doch irgendwo her, oder? Mary ist hier VIP bei mir im Chat. Ach so. Die ist immer am Start. Ich habe hier so ein paar Mädels, die immer
fleißig am Start sind auf jeden Fall hier. Ich liebe euch. Mhm. So, okay, Justine, Alter. Ich würde sagen, war ein guter Talk. Ja. Hat Spaß gemacht. Gut viele Themen durchgesprochen, ne? Am geilsten fand ich den Anfang, wo wir so über Bewusstsein, Politik, System und so geredet haben. Das ist genau mein Ding. Feier ich. Yes. Chat, wollt ihr noch was loswerden hier? Oder kann ich Justine entlassen jetzt hier an der Stelle? Justine heute 4 Stunden durchgekommen. Ich habe heute so viel geredet, ich habe so viel live gemacht heute, aber es ist okay, dafür habe ich die letzten Tage nicht so viel gemacht, weißt du? Ja, ist gut. Dann geht das. Ich habe mich schon dran gewöhnt hier, stundenlang rumlabern. Ja, wenn ich in Thailand bin, dann können wir das auch mal ausprobieren vielleicht. Ja, wir müssen nur mit der Zeit gucken halt, ne? Ja, 12 Stunden Unterschied, geht schon. Das ist wild. Spät ist das jetzt so? Doch, das geht auch jetzt, ist 5, das würde gehen, morgens um 5 kann ich aufstehen. Ja? Ja, jetzt ist in Deutschland, was ist jetzt in Deutschland gerade? Ist schon fast 12 wieder, ne? Ist schon 12, das ist halt 12 dann in Deutschland. Aber egal, ich würde dann vorher streamen und dann einfach noch hinten raus eine Stunde vielleicht mit dir Talk machen oder so. Weißt du? Justine, ich küsse dein Herz. Danke für den Talk. Hat Spaß gemacht? Ja, safe, danke. Alles Gute. Viel Spaß noch. Schlussworte? Ja, das Leben ist echt schön. Wenn man voll motiviert so. Diese guckt so voll traurig in die Kamera, voll exhausted so. Ja, das Leben ist echt schön. Ja, ich meine, man muss sich echt daran erinnern jeden Tag, dass das Leben echt schön ist. Man, jetzt ohne Scheiß, es ist ein Geschenk. Also ich finde, das ist nochmal so ein Ding, wirklich dieses, hey, wir haben hier was geschenkt bekommen, du musst hier nicht sein. So, weißt du, wie ich meine? Das ist ein Geschenk. Das ist halt schon wichtig, dass man das war. Ich glaube, viele sehen immer so, die müssen hier sein, ist alles so hart und scheiße. Nein, nein, das ist ein Geschenk. Jeden Tag entscheidest du dich neu, hier zu sein. So. Weißt du, und dass man das auch so wertschätzt. Das kann ich jetzt nochmal als Schlusswort sagen. Und denkt an Manifestationen, Leute, eure Gedanken formen eure Realität, euer Selbstkonzept, eure Identität. Wichtig, dass man da bewusst mit den Gedanken umgeht. Ne? Geil. Schöne Schlussworte, Justine. Also. Mach's gut. Schönen Abend. Wir quatschen. Jo. Bis dann. Ciao, ciao. Skü. Justine Tinman, Alter. Tschüss, Alter. Voll den langen Talk rausknallt hier. Gute Sache, Chat, oder?